Hallo liebe Kinder! Hey, wie geht's euch? Wir haben uns lange, lange nicht gesehen, ich weiß. Und ich vermisse euch auch ganz schön. Hartwige hat so tolle Videos für euch gemacht. Jetzt habe ich gedacht, ich bin auch mal dran. Ich möchte auch mal so ein Video machen. Das ist vielleicht nicht ganz so hübsch wie die, die von Hartwige kommen. Aber ich habe mir Mühe gegeben und hier ein kleines Videostudio eingerichtet. In meinem Zuhause, in meiner Wohnung. Ich darf ja auch nur ganz selten rausgehen, zum Beispiel zum Einkaufen, genau wie ihr. Oder mal, um kurz frische Luft zu schnappen. Aber ihr wisst, wichtig ist, immer Abstand halten zu anderen Menschen, die nicht aus eurer Familie kommen. Und auch ganz wichtig, immer Hände waschen. Aber ihr wisst das alles schon. Bin ich mir ganz sicher. Ich habe heute ein bisschen was vorbereitet für euch. Und zwar geht das in erster Linie an die Adler und die Adlerküken und alle anderen Kinder, die schon ein bisschen schreiben können, ein paar Buchstaben schreiben können, vielleicht sogar schon ein paar Wörter schreiben können. Die können auch gerne zugucken. Alle anderen sind natürlich auch eingeladen. Schaut euch das Video an. Eure Eltern helfen euch bestimmt, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Die Eltern dürfen natürlich auch mitmachen. So, was brauchen wir eigentlich? Es ist ein bisschen dunkel hier. Es ist schon spät am Nachmittag und ihr kennt das aus der Bücherhalle. Da wird ja immer das Licht angezaubert. Vielleicht schaffen wir das ja hier auch. Ihr habt ja geübt. Viele von euch sind auch schon oft in der Bücherhalle gewesen. Nicht nur mit dem Kindergarten, auch mit eurer Familie. Abracadabra, Licht an. Ihr kennt den Spruch. Macht alle mit am besten. Und dann klappt das vielleicht auch bei mir zu Hause. Los geht's. Abracadabra, dreimal schwarzer Kater, Licht an. Hey, nicht schlecht, hat geklappt. Eure Zauberkraft wirkt bis zu mir nach Hause. Super. Okay, was brauchen wir heute? Nicht viel, das habt ihr alles da. Ihr könnt natürlich auch immer das Video anhalten, wenn ihr mal einen Moment was holen müsst und so weiter. Das ist ganz praktisch. Wir sind hier nicht im Live-Fernsehen. Wo ist meine Schublade? Auf der Seite. Okay, ich mache mal meine Schublade auf und jetzt hole ich raus. Wir brauchen einen Stift. Ich habe hier einen besonders dicken, damit ihr gut sehen könnt, was ich schreibe. Ihr könnt aber jeden anderen Stift nehmen. Einen Buntstift, einen Bleistift, einen Kugelschreiber. Das ist völlig egal. Ein Wachsmalstift geht auch. Den lege ich mir schon mal hier hin. Und wir brauchen ein Blatt Papier. Und das Wichtigste, was wir heute noch brauchen, Schublade wieder zu, ist ein Spiegel. Denn wir probieren aus, in Spiegelschrift zu schreiben. Okay, ich muss jetzt die Kamera ein bisschen verstellen, damit ihr gut sehen könnt, was ich vor dem Spiegel schreibe. So, ich drehe das Ganze ein bisschen nach unten. Quietsch, quietsch. So, jetzt haben wir hier unseren Spiegel. Da ist er. Wir legen das Blatt Papier direkt vor den Spiegel. Oder ihr könnt den Spiegel direkt vor das Papier legen oder stellen, sodass ihr das Spiegelbild direkt vor eurem Blatt Papier habt. Jetzt geht's los. Überlegt euch ein Wort, das ihr schreiben wollt. Zum Beispiel euren Namen. Den können die meisten von euch schon sehr gut schreiben. Oder irgendein anderes Wort. Ist völlig egal. Ich fange jetzt einfach mal mit Matthias an. Den schreibt ihr erstmal ganz normal auf euer Blatt Papier. Wäre das bei mir? A. T. Nochmal T. H. I. A. Und S. So, wie ihr sehen könnt, im Spiegel ist der Name verkehrt. Spiegelverkehrt und auf dem Kopf. Jetzt kommt das Knifflige. Wir schreiben das Wort, das ihr euch ausgesucht habt, jetzt nochmal. Also bei mir ist es Matthias, bei euch ist es ein anderes Wort, vielleicht euer Name. Und zwar direkt darunter. Und zwar soll das dann nachher so aussehen, dass man das Wort im Spiegelbild richtig lesen kann. Ich versuch's mal. Ich muss zugeben, ich habe schon ein bisschen geübt. Also wenn euch das nicht bei jedem Buchstaben sofort gelingt, kein Problem. Nehmt euch ein neues Blatt oder schreibt einfach nochmal darunter. T. T. H.
I-A-S. Und wenn man jetzt bei meinem Wort im Spiegelbild guckt, kann man sehen, dass Matthias im Spiegelbild wunderbar zu lesen ist. Euch wird bestimmt einiges auffallen, wenn ihr euer Wort spiegelverkehrt schreiben wollt. Und zwar ist das bei manchen Buchstaben ein bisschen einfacher und bei anderen ein bisschen schwieriger. Könnt ihr mal gucken, welche besonders einfach sind und überlegen, warum das vielleicht so ist, dass die sich ganz einfach schreiben lassen. Wir können jetzt nochmal ein Wort nehmen mit ein paar anderen Buchstaben, das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Ich habe mir jetzt Kindergarten überlegt, schreibe das einmal normal hin. Dafür drehe ich das Blatt einmal um, dann könnt ihr das zu Hause besser sehen. K I N D E R G A R T E N Kindergarten. Okay, das war jetzt für mich erstmal nicht so schwierig. Ich habe schon oft Kindergarten geschrieben. Jetzt versuche ich das Ganze nochmal spiegelverkehrt. K I N D E R G A R T E und N. Na, habe ich alles richtig gemacht? Ich bin super, oder? So, Kamera wieder zurück. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen die Zeit vertreiben. Ihr könnt natürlich jede Menge andere Worte noch ausprobieren. Und schaut mal, vielleicht findet ihr irgendwie noch eine andere Möglichkeit, den Spiegel noch anders zu stellen, das Blatt anders zu legen. Vielleicht funktioniert das auch manchmal ein bisschen anders. Und experimentiert ruhig ein bisschen rum. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch, die nächsten Tage noch ein anderes Video zu machen. Dann seid ihr wieder herzlich eingeladen. Bis bald. Tschüss.